Überprüfung eines 6 Kilogramm Feuerlöschers auf Funktion wird zuerst mal der Zustand geprüft. Des Weiteren, dass er ordnungsgemäß verblombt ist oder verschlossen, über Siegel oder hier eine Bleiblombe. Das Datum der nächsten Prüfung und, was oftmals vergessen wird, die Prüfung des Schlauchs, dass dieser nicht porös ist oder ein Loch hat und somit zu einer Funktion ungeeignet. Wie wird dieser Feuerlöscher betätigt? Als erstes hier das Schutzplastik nach oben ziehen, danach ein leichter Schlag auf die Spitze, dann ca. 1 bis 2 Sekunden warten, damit sich hier die Gaspatrone oder Gaskartusche entfalten kann, damit hier ein Druck ansteht, und dann von unten mit dem Wind stoßweise den Brand löschen. Ein 6 Kilogramm Löscher hat eine Löschdauer, je nach Einsatz, von ca. 8 bis 10 Sekunden.